Hallo Leute, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Tech for Special mit hier der komischen Tuse, die ein ziemlich starkes Deck hatte, zumindest wo ihr Deck auf schwer gestellt war. Viel Glück, Dominik! Denn die hat das Deck von, oder zumindest ein ähnliches Deck wie Sadie aus Tech Force 3 oder 2. Und wer nicht weiß, was die für ein Deck hatte, die hatte so ein Deck mit ganz vielen Wellenbewegungskanonen, die ja jede Runde praktisch 1000 Lebenspunkte abziehen. Und sich dann auch noch die ganze Zeit verteidigt, also war das gegen die sehr, sehr schwer zu gewinnen und gegen die habe ich auch, glaube ich, nur ein oder zwei Mal gewonnen, damals. Also die hat ein Deck, was einem die ganze Zeit Lebenspunkte abzieht, wie man sieht. Bin ich direkt im ersten Zug 1100 Lebenspunkte, glaube ich. Geil. Au ja, tut weh. Okay, noch mehr, geil, alter WDF. Ah, die hat auch so ein, ist auch ein Burner-Deck, kann man sagen, ne? Ja, ich glaube schon. Ey, ist okay, yeah. Die haben ja fast instant 4000 Lebenspunkte abgezogen. Meine Hälfte Lebenspunkte sind schon fast weg. Gut, ich jetzt angreifen kann. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die sowas wie Fallgrube oder so nicht hat, sondern nur Fallenkarten, die mir Lebenspunkte abziehen. Deswegen greife ich mit dem hier einfach an. Ja. Ich glaube, die hier spiele ich aber auch noch. So, und ein Angriff. Na! Das war kein Angriff. Bester Angriffsmodus, einfach gar nichts machen. Das war aus Versehen. Es tut mir leid. So, ich zerstöre dann jetzt aber doch die verdeckte Karte. Auf nur, wer ich kann. Denn ich habe ein bisschen Angst vor der. Pass auf, wenn ich die jetzt zerstören will, dann wird die eh aktiviert. Passt auf. So, jetzt hat die auch noch zweimal, das ist nicht gut. Ah, okay, geil. Das wäre ganz schön scheiße gewesen, wenn ich das in die Fresse gekriegt hätte. Dann wäre ich schon fast besiegt gewesen. Ja, die hätte jetzt alle Karten von ihr aktiviert, aber dafür ja, hat die jetzt keine Monster oder sonst was, um sich zu verteidigen. Deswegen sieht wohl so aus, als würde ich gewinnen. Wie sitze ich eigentlich schwere Sturms? Selten. Habe ich hier überhaupt ein Deck drin? Habe ich hier irgendwie vergessen reinzutun oder so? Man weiß es nicht. Oh oh. Aua. Verliere ich jetzt zweimal halt 300 Lebenspunkte, wäre ganz schön kacke. Ja, ich verliere zweimal 300 Lebenspunkte. Och, nee. Übrigens ist die Karte, der Effekt von der Karte, immer wenn ich Lebenspunkte verliere, aktiviert die sich immer und verliert 300 Lebenspunkte. Das wäre geil, wenn die sich dann aktiviert, man 300 Lebenspunkte verliert, dann die sich aktiviert, man 300 Lebenspunkte verliert und dann die ganze Zeit hin und her geht, bis man nur Lebenspunkte hat. Das wäre ziemlich OP. Okay, ich würde sagen, wir haben gewonnen. Weil es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass die jetzt irgendwas machen kann. Es ist nicht nur unwahrscheinlich, es ist vollkommen unmöglich. Es sei denn, die hat irgendeine Karte im Friedhof die Angriffe annulliert. Aber hat die nicht. Warum fange ich an zu singen, wie so ein Spacko? Toll, im letzten Part habe ich so richtig grandios angekündigt, wie ich gegen die kämpfen werde, dass das voll spannend wird. Und was passiert dann? Geht einfach keine Karten, die ich spielen kann. Geil. Okay, fail. Für die, aber nicht für mich. Und wir haben wieder super viel Geld. Man kriegt in dem Spiel hier viel zu viel Geld. Ich weiß gar nicht, wie ich das ganze Geld kaufen soll, ey. Ah, du hast gewonnen, ey, du bist so schlau, ey. Oh, geil. Ich bin voll Streber, weil ich eine Brille anhab. Gibt Sinn. Ist natürlich immer so, ganz vorurteilhaft oder so. Vorurteilhaft. Richtig abgekrüppelt mit der Stimme. So, gegen kämpfen wir jetzt? Habe ich schon. Ah, gegen die habe ich schon gekämpft. Dann machen wir gegen die nochmal ein Tech-Duell. Ja, ein Tech-Duell. Ach du Kacke. Ich bin tot. Ich bin ein Geist. Meine Seele ist. Weiß ich nicht wo. Jetzt muss ich schon wieder gegen die Öko-Frau kämpfen. Return of the. Öko-Frau, ey, ich krieg zu viel. Ach nee. Wie böse die aussieht. Ich werde dich töten. Den grauen Haaren, ne? Der hat wohl viel Stress im Leben gehabt. Und die Öko-Frau sieht so nett aus, ey. Ich hab Angst vor der. Ich glaube, die will mich töten heimlich. Den stylischen mit den grünen Haaren, ne? Schön, der Barockmusik, obwohl der Duellkreis angefangen hat. Gammelsumpft auf Doom. Okay, die hat auch noch so komische Gammel-Zombie-Ekelkarten. So Finsterniskarten, geil. Passt voll zu der. Ach, nicht schon die Karte. Obwohl, die bringt doch gar nichts. Die ist doch im Tech-Duell ultra dumm, oder nicht? Da ist die doch voll für den Arsch, weil die macht ja irgendwie, wenn du nur Monster vom selben Typ oder sowas im Deck hast, dann kriegen deine Monster immer 800 Angriffspunkte dazu. Aber dadurch, dass der im Tech-Duell ist, sind ja total oft einfach gar keine Monster. Die hier Dings vom selben Typ sind da. Also da sind ja auch andere Monster. Okay, ist eh scheißegal, weil die Karte ist eh zerstört. Halt dein Maul an, Jules Palli.
Okay, kann man hiermit bitte auch Fallenkarten aufdecken? Das wäre schön. Aber ein bisschen OP. Was haben wir hier? Ah, nochmal Spielkraft. Dann bräuchte ich nochmal zu spielen. Aber ich spiele hier einen Greif an. Ist eigentlich doof, aber ich kann wenigstens sehen, was das ist. Oder nicht. Annulliert das die jetzt oder kriege ich einfach nur Schaden? Ich kriege einfach nur Schaden. Oh, toll. Flip-Effekt wird aktiviert. Und ich kann angreifen. Und bin danach selber noch geschützt. Ist das nicht toll? Lichtschwerter, eine gute Karte. Und ich kann angreifen, weil wegen Angst an Youngs Gebrüll. Dafür ist jetzt nur eine Fallenkarte da und ich muss nicht mehr so viel Angst haben. Vor allem alle eine Fallenkarte. Ist nur eine Fallenkarte da. Och nein, Vampirlord. Wenn ich den jetzt mit einer Zauber- oder Fallenkarte zerstöre, kommt er immer wieder. Heißt so wie, ich muss den anders besiegen. Oh. Asyl des Feindes, was irgendwie keinen Sinn ergibt. Die hieß doch so, ne? Oh, schwarzer Magier. Na? Und da ist er wieder. Und Yugi kann den Vampirlord besiegen, ohne seinen Effekt zu aktivieren. Denn wenn er normal besiegt wird, kommt er nicht mehr wieder. Aber ich hoffe, wenn er mit Zauber- oder Fallenkarte zerstört wird, kommt er halt, ja, nach einer Runde wieder vom Friedhof. Und das ist ganz schön asozial. Finde ich zumindest. So, jetzt erstmal schweres Loch, genau. Schwarzes Loch aktivieren, das ist eine gute Idee. Ich setz den. Kann ich in der nächsten Runde flippen, wenn er sich jetzt verteidigt. Die, das, genau. Richtig böse schon wieder zu der Öko-Frau. Wie oft haben die Leute den Angriff annullieren Karten drin und so eine Scheiße? Oh, die hat hier den Zombie-Rotaugendrachen liegen. Also hat die so ein Zombie-Deck, die da. Ach nein, Artige der Auslöschung. Ah, die habe ich vor ein paar Parts gemeint. Ja, ich will dein scheiß Deck nicht angucken. Eben noch so, oh, das hat die für ein Deck, voll spannend. Dann, oh, ich will dein scheiß Deck nicht angucken. Ja, Taigarasu. Ha, 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 lustiger Witz. Mein Gott, war das dumm. Das war dann das. Mein Arsch tut schon vom Sitzen weh. Ich habe heute schon so lange auf dem Stuhl gesessen und aufgenommen und was weiß ich was. Jetzt tut mein Arsch weh. Okay. Also zerstört. Zerstört. Stimmt. Oh. Pyramidenschildkröte. Ja, genau. Sei halt wieder übertrieben. Ist okay. Was kann die überhaupt? Was hat die für einen Effekt? Bestimmt irgendeinen coolen. Meistens haben Monster einen coolen Effekt, ne? Wir haben eh Spiegelkraft 2 Master, also ist es doch egal, wenn die zerstört wird. Okay. Ich fände mal lustig, wenn so ein Deck gäbe, wo man was nur Scheißeffekte für einen hat. So ein Deck, was aus Karten besteht, oder so eine Kartenreihe, wie zum Beispiel Elementarhelden halt, also so eine Kartenart, die nur Scheiße ist, so du verlierst 1000 Lebenspunkte oder irgendeine Kacke. Und damit muss man dann mal ein Duell gewinnen, das wäre lustig, das wäre nochmal eine geile Challenge oder sowas. Gibt es bestimmt sogar heutzutage schon. Heutzutage, ich fühle mich ganz wie so ein alter Sack, der über irgendwas von damals redet oder so eine Scheiße. Ich greife mit dem an, ich gehe auf Nummer sicher. Oh, every team. Zum Ernsthaft, wie oft haben Leute schon irgendwie Angriff annullieren oder Angst an Jangos Gebrüll oder so eine Scheiße gespielt? Ja, greif ruhig an, ist mir doch egal. Spiegelkraft, tschüss. Ja, ich benutze das für ein Monster. Das ist dumm, aber ich mache es. Ich kann die Musik schon perfekt auswendig. Irgendwie saunet, aber egal. Oh, gut, dass wir mit dem Angriff haben. Komische Öko-Frau mit ihren komischen Öko-Karten. So eine komische Öko-Schildkröte da. Aber die sieht cool aus. Sieht aus wie so eine japanische Festschildkröte oder so. Jetzt verlierst du schon viele Lebenspunkte. Ich spule nochmal ein bisschen vor. Und wieder Musik. Ich muss ja irgendwie sagen, dass ich die Musik, die jetzt kommt, eher als normale Musik benutzt hätte und die andere Musik, die vorher da war, als oh, du bist am Gewinn Musik, weil das hat sich mir so feierlich angehört. Die hört sich jetzt irgendwie mehr wie in einem normalen Duell oder ein bisschen bedrohlich an, als würde man verlieren, oder nicht? Finde ich ein bisschen bescheuert, aber naja. Übrigens, ich weiß nicht, warum das so ist, aber bei dem Spiel hier sind irgendwie die Tasten vertauscht. Ich hatte ja in dem einen Part mit dem Konami-Code, den einzugeben, so viele Probleme. Das liegt daran, weil, oh, Waboku, weil die A, oder beziehungsweise die X und die Kreistaste irgendwie bei dem Spiel hier vertauscht sind. Das ist irgendwie saukomisch, ich verstehe nicht warum. Oh, blöde Kuh. Das ist wieder ihre Geistfrau mit ihren Zombie-Monstern. Gammelsumpf.
Der Sumpf erinnert mich voll an The Trillabark Arc von One Piece. Hieß das so, ne? Ja, ich glaube schon. So. Och, Yugi, warum hast du denn nicht... Okay, das war schlau, dass der das so gemacht hat. Also können wir auf jeden Fall gewinnen. Ich hätte nämlich jetzt irgendwie dann probiert, einen schwarzen Magier anzugreifen. Aber was wäre gewesen, wenn... hier Dings, das Monster dann mehr als 1600 Angriffspunkte gehabt hätte, Verteidigungspunkte. Dann hätten wir in dem Zutritt gewonnen. Also ist Yugi auf Nummer sicher gegangen und hat uns den Sieg ergattert. Er ist so ein toller Freund. Ich habe verloren. Oh nein. Dominik, wir haben schon wieder zwei Menschen besiegt. Wir sind so gut. Wieso ist das immer so? Bei dem Spiel, dass ich die Herzen immer perfekt voll bekomme für das nächste Event. Das klappt immer genau vier Parts. Und dann habe ich das Herz wieder voll. Das war bei den anderen Tag-Verspielen nicht so. Da habe ich so oft offscreen noch spielen müssen. Aber finde ich eigentlich ganz gut. Sollen wir noch ein Duell machen oder sollen wir nochmal Karten kaufen? Ich gehe nochmal kurz in den Shop rein. Gucke ich nochmal ein bisschen weiter um. Ob man da so kaufen kann. 1000-äugige Bibel. Wenn da nicht mal 1000-äugige Opfer drin ist. Die hier, die hätte ich auch früher. Das Rotmond-Baby habe ich auch sau Angst vor gehabt. Habe ich dann auch unter den Schrank geschmissen. Mach ich mir so ein Spasti. Boah, hier habe ich früher immer mit gecheatet, ne? Schwerkraftbindung. Die macht ja, dass keine Monster Stufe 4 oder höher mehr angreifen können. Oder, ja doch, ne? Und ich habe dann immer gedacht, der Effekt ist, dass keine Monster Stufe 4 oder höher vom Gegner angreifen können. Und habe dann, weiß ich nicht, bestimmt so ein halbes Jahr oder so die Karte da am Deck gehabt und immer voll gecheatet und gedacht, ja, damit kannst du mich nicht mehr angreifen, weil du nur Monster über Stufe 4 hast. Ja, ja, gute alten Zeiten, wo ich immer gecheatet habe. Aber ich wusste das wirklich nicht, also das war nicht mein Fehler oder so. Ich hätte vielleicht zwar besser lesen sollen, aber okay. Hier ist sie. Die ist mittlerweile auch verboten. Ist immer noch verboten, wie ich sehe. Hier liest auch so hässlich die Karte. So viele hässliche Yu-Gi-Oh! Karten. Aber nicht im Sinne von, die ist hässlich gezeichnet, sondern im Sinne von, die sieht einfach creepy und ekelhaft aus. Was haben wir sonst noch hier Tolles? Wer ist das? Tausendäugiger Abgott oder so. Sau eklig. Ist auf so ein grüner Wabbelhaufen. Die hatte ich früher auch. Die auch. Die auch. Die auch. Die nicht. Die nicht. Die auch. Die auch. Keine Ahnung. Die auch. Die auch. Die auch. Die auch. Die auch. Die auch. Es ist schlimm, wenn man einfach alle Karten kennt, die auch irgendwie alle hatte. Das ist irgendwie ziemlich bescheuert. Ich will wissen, wie viel Geld da drin gesteckt hat. Also eine Yu-Gi-Oh-Karte, die ich mir gekauft habe, bestimmt mehrere tausend Euro drin gesteckt. Ist die Augenschattenkarte anders als vom Artwork her als im europäischen Menü? Kommt da so mit dem Lidschatten, kommt mir irgendwie so anders vor. Okay, da sind jetzt keine erstrebenswerten Karten für mich drin. Was haben wir sonst noch? Spell of Mars, Labyrinth of Nightmare, Struggle of Chaos, Mythological Age. Ich guck mal hier rein. Hört sich irgendwie so derbe an. Struggle of Chaos. Boah, ist die hässlich, die Karte. Da sind ganz viele Drachenmonster drin. Oh, wie heißt der? Freed, der tapfere, was weiß ich, was Krieger oder so eine Scheiße. Die ist auch ganz gut. Speerdrache, obwohl die ist eigentlich gar nicht so gut, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die sieht auch cool aus. Hatte ich, glaube ich, auch. Warte mal, die Karte hier ist ganz neu. Ich habe gedacht, die wäre voll neu, die Karte hier. Oh, hier ist er drin. Da will ich mal sagen. Vor allem das Geile ist ja, der hat nur 6 Sterne. Der ist viel besser als Schwarzer Magier, ne? Kaufen wir uns das mal. Oder sollen wir uns lieber... Ne, ich will lieber das Pack hier haben. Ich habe gerade überlegt, ob ich mir lieber das Pack mit dem Effektmonster kaufen soll. Aber... ich will den da lieber haben, weil ich den Effekt von dem Effektmonster nicht weiß. Und ich finde dann auch das Artwork davon cooler. Okay, kaufen wir uns davon mal ein paar Booster. Also soll ich mir ein ganzes Display kaufen? Ja! 3000, so. Soll ich mir angucken? Ja, komm. Jetzt direkt im ersten Booster, pass auf. Oh, schade. Wäre lustig gewesen. Ja, ich gucke mir das an, weil davon habe ich noch so wenig Karten. So, da war die hässliche Kackkarte, die ich haben wollte. Und da haben wir ihn auch schon direkt bekommen. Okay. Jetzt die Frage, soll ich noch weiter gucken oder nicht? Ich mache einfach weiter so. Okay, den haben wir jetzt schon bekommen. Das wäre gut. Was haben wir sonst noch so? Direkt 92% bekommen. Geil. Ich will halt immer noch Schwarzer Magier oder sowas haben. Aber ich glaube, die kriegt man hier nicht. Aber vielleicht finde ich noch andere coole Karten. Injektionsfee Lilly, die war früher immer OP. Kreaturentausch bräuchte ich auch eventuell. Hm.
Ich gucke nur noch hier durch, keine Sorge, dann werde ich noch kurz ein paar Karten in mein Deck reintun. Oh, bodenlose Fallgrube. Die hätte ich natürlich auch gern. Was? Die ist nicht selten? Was ist denn los? What the fuck? Wenn hier noch irgendwas Besonderes drin ist, dann kaufe ich mir hier auch noch. Oh, die ist natürlich auch cool. Die habe ich noch nie gesehen, die sieht auch cool aus. Ein bisschen aus wie Wildheart, nur als irgendwie Wolf. Okay. Ich glaube, ich werde mir hiervon auch ein paar Packs kaufen. Oder? Nur für reißende Tribute, bodenlose Fallgruppe? Nee, nur für bodenlose Fallgruppe nicht. Okay, dann tue ich jetzt kurz nochmal den Dämon-Typen da in mein Deck rein. Hab ich bestimmt jetzt 10 Mal bekommen oder so. So. Brauche ich auch nicht vorzuspulen. Ich könnte jetzt nochmal kurz gucken, ob ich einen Yugi's Deck reinstalken kann. Vielleicht kann ich mir an seine Karte klauen. Seinen schwarzen Magier. Vielleicht geht das ja, ich weiß es nicht. Habe ich schwerer Sturm eigentlich jetzt drin? Ich ziehe das irgendwie nie. Ich könnte das so voll. Jetzt hätte ich das reingetan. Ich habe die gar nicht drin. Bin ich denn behindert? Na doch, da ist sie doch. Okay, dann habe ich einfach nur Hallos. Was wollte ich jetzt reintun? Ach so, genau, den einen da. Den hier. Wen tun wir dafür raus? Ich glaube, ich tue einmal Riesensteinsoldat raus. Ja. Habe ich eh 2 Mal. So, tschüss. Ich weiß, es gibt bessere Karten, die ich raus tun kann, aber das ist wie gesagt immer noch so, dass ich gerade mein Deck eher so aufbaue, dass da halt ganz viele alte Retro-Karten drin sind. Und nicht, um das unbedingt ultra gut zu machen. So, wie finde ich jetzt am besten schnell das Fieder, indem ich ganz nach unten gehe? Wie geht das hierbei? Ich habe Angst. Oh shit, ich habe was Falsches gemacht. Oder? Hä? Was hab ich getan? Ah. Warte mal. Wie geil. Ich kann jetzt mal kurz die japanischen Buchstaben durchstalken. Guck dich mal an, wie viele es gibt. Die ganzen Kanji-Dinger. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie viele gibt es denn da? Holy shit. Sind das wirklich alle? Ich verstehe auch immer noch das japanische System nicht so ganz von den ganzen... So, hier sind die ganzen neuen Karten. Ich bin bestimmt schon lang vorbei. Boah, wie viele neue Karten habe ich denn bitte? Guck dich an. Wo haben wir den her? Achso, aus dem Pack. Was wir gekauft haben vor 100 Jahren. Was ist das? Stufenkäfer oder wie das heißt? Ja, toll, jetzt ist das hier nicht. Oh, herbeigerufener Totenkopf, wo bist du hin? Warte mal, ich will mir kurz nochmal da angucken, wo ist der? Da, der sieht so cool aus, ne? Boah, richtig krasse Vieh. Aber wenn ich immer nicht ganz verstanden habe, was denn hier fusioniert wird aus dem einen Vieh. So, herbeigerufener Totenkopf, wo bist du denn? Warum habe ich weißer Drache? Achso, ich habe mir halt ein Deck gekauft. Stimmt. Ich habe viel zu viele neue Karten. Oh! Gott, dauert das lang. Ich wollte noch ein Duell machen. Ja, gut, obwohl. Doch, ein Duell muss ich schon machen. Das ist der Part kacke. Habe ich den jetzt echt 3 Mal bekommen? Ach ne, ich wollte schon sagen. Ich wäre richtig übertrieben gewesen. Ich bin überlegen, ob ich vielleicht noch eine glänzende Horn-Ding da. Ich glaube, das wäre Sternstabdrache, aber das ist der weiße Drache. Synchrophie. Der weiße Drache Synchrophie LP HD 4K. Ja, okay, die sortieren sich ja gleich, glaube ich, von selbst. Oh, so viel ein Monster. Hier, die habe ich gemeint, die ist so kacke. Die sieht so creepy aus. Wer hat die erfunden, ey? What the fuck? Mir kommt das vor, als hätte ich doch irgendeine Karte aus in mein Deck reingetan. Aber ich habe jetzt auf einmal auch... Ich habe doch eine rausgenommen, oder nicht? Hm. Stehe ich nicht. Aber was sollte hier drin sein? Kann es sein, dass ich zufälligerweise genau hier so einen nochmal reingetan habe? Ja, klar. Toll, habe ich außerdem genau eine Karte, die ich sowieso schon im Deck hatte, nochmal reingetan. Ist ja kein Wunder, dass ich das dann nicht gesehen habe. Ja, tschüss. Geh mal nach Hause. Gut, dann mache ich jetzt aber noch ein Duell, weil sonst war der Part irgendwie ziemlich langweilig. Ich fand gerade allgemein, dass die Aufnahmesession hier, also die letzten 4 Parts, mit dem hier eingeschlossen, ein bisschen unspektakulär waren. Deswegen tut mir ein bisschen leid, aber ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber ich fand das ein bisschen, naja, nicht so actionreich. Auch das Event war jetzt nicht unbedingt so spektakulär. Kämpfen wir mal gegen die sieht irgendwie special aus. Ach du Scheiße, die ist irgendwie 4 Jahre alt oder so.
Dominik, die ist viel zu jung, du darfst nicht gegen sie kämpfen. Das wird die traurig und fängt an zu heulen. Und dann zeigt uns ihre Mutter an oder so, keine Ahnung. Okay, die sieht doch irgendwie älter aus als gedacht. Hat die einen Stern am Kopf? Ist die irgendwie Pfadfinderin oder so? Gibt es in Japan überhaupt Pfadfinder? Da gibt es doch gar keinen Wald. Ja, ich weiß, dass es da Wald gibt. Aber da denkt man halt so, ist überall nur Stadt, überall nur Milliarden Menschen. Ich will mal unbedingt nach, wo ist das in Japan? Kyoto oder wo auch immer da diese typischen japanischen Tempel und wo da so alles so Natur und ruhig ist. Und da will ich unbedingt mal hin, das sieht so geil aus. Also so in Japan an sich, so in die Großstadt, da weiß ich nicht, da habe ich jetzt irgendwie so Lust drauf. Aber würde ich auch schon mal gern vorbeigucken, wenn man schon da ist, ne? Aber auf jeden Fall, wenn ich mir aussuchen könnte, wohin in Japan, dann auf jeden Fall in so einen Bereich da. Boah, das wäre so cool, ey. Ich will mal überlegen, wo ich am liebsten hin würde. Ich war allgemein noch nie wirklich so im Ausland oder so. Das Einzige, wo ich jetzt einmal im Urlaub war, wo ich mich auch dran erinnern kann, war in der Türkei. Und da waren wir halt in einem Hotel. Also das war praktisch nur, wir sind wohin geflogen und waren dann in der Sonne. Das ist praktisch wie wenn du, weiß ich nicht, aus dem Haus gehst und dann in ein Hotel und dann ist überall schönes Wetter und Sonne und saude geile Hotel und saude geile Pool. Also das hat jetzt nichts ausgemacht, ob ich im Ausland war oder nicht, weil ich habe das einfach nicht gemerkt. Da haben auch irgendwie alle Deutsch gesprochen. Von daher war das sowieso egal. Was ist eigentlich gerade passiert? Die hat irgendwie hier so eine Scheiße aktiviert und dann war das Monster auf einmal super stark. Geil. Ja, also so viel dazu. Deswegen, ich will unbedingt mal irgendwie irgendwo hin. Ich weiß nicht genau wo. Am liebsten glaube ich nach New York oder wie gesagt schon halt nach Japan oder so mal. Aber New York ist natürlich so Classic, Standard oder so London oder so. Irgendwo hin ist mir scheißegal. Irgendwo, wo cool ist. Ich könnte jetzt hier die aktivieren und die zerstören, aber dann hat er immer noch so viele Angriffspunkte. Oder ich spiele die hier und rüste mein Monster damit aus, greift dann an. Okay, neuer Plan. Vor allem so ein Wolf, der jetzt einfach so Kraft der Magie hat, das ist irgendwie auch ziemlich dumm. So. 3500, ist ja ganz okay. Und tschüss. Ich habe gerade für einen Moment gedacht, die hat jetzt irgendwas Böses, aber sie hatte nichts. Macht die Karte dann nur, dass da Monster Angriffspunkte dazu bekommt? Da wäre eine ziemlich bescheuerte Ausrüstungskarte. Die hat noch irgendeinen Nebeneffekt, aber ich weiß nicht welchen. Ich weiß nicht welchen. Wie lange gab es eigentlich schon keine Karten mehr, die einfach nur irgendwie dein Monster hält 500 Angriffspunkte oder so? Das machen die heutzutage gar nicht mehr, weil das viel zu unspektakulär ist, so einen Effekt zu erfinden. Ich hätte mir früher mehr Effekte von der Art gewünscht, weil da wäre es einfacher gewesen, Yu-Gi-Oh! Zu lernen. Und jetzt so eine Karte, die so 8000 Millionen verschiedene Effekte hat. Wir haben wie oft einfach irgendwelche Effekte von Karten selbst ausgedacht oder so, weil wir das nur verstanden haben damals. Oh, das war dann mein Monster, dankeschön. Ach, scheiße. Aber kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr damals irgendwie Yu-Gi-Oh! Gespielt habt, die Regeln noch nicht ganz kanntet. Oh, ist süß. Das Vieh heißt doch, glaube ich, Moja oder so einfach, ne? Oh shit, ist das sein Vater? Sieht ja böse aus. Ach du Kacke. Immer noch dieser scheiß Bug, wenn Karten aufgedeckt werden, dann einfach oben der Name abgeschnitten ist. Das ist richtig nervig. Ich weiß übrigens nicht, warum das ist. Das scheint sich irgendwie nicht fixen zu lassen. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Aber egal, wir greifen aber trotzdem an. Und gucken, was da so drunter liegt. Das ist ein Busch-Einhorn. Okay, interessant. Sollte man vielleicht mal irgendwie putzen oder so, aber ich weiß ja nicht, wie der Besitzer dazu mag. Ja, greift bitte mit beiden an, das wäre schön. Ich habe nämlich so eine nette kleine Karte namens Spiegelkraft. Nochmal ein Moja. Oh, wie süß die sind. Zu süß. Diese Karte war auch bei irgendwas dabei. Genau, die war bei Tech Force 4 als Premium-Karte dabei. Die Moja-Karte da, die kleine Süße. Glaube ich zumindest. Ja, ich glaube schon, ja. Ich wüsste nicht, welches Tag, was ich sonst gekauft haben sollte, wo die dabei war. Jetzt kommt die Geburt da schon wieder, ich krieg zu viel. Immer wenn er so ein Moja-Vieh auf dem Feld hat, oder falls er überhaupt da ist, weiß ich ja nicht. Ich lag jetzt die ganze Zeit voll selbstbewusst, dass das Vieh Moja heißt, ich habe keine Ahnung. Machen wir mal folgendes, aktivieren die, zerstören die Fallenkarte. Oder je nach den Zauberkarte, ich weiß es ja nicht. Super. Halt gebracht. Jetzt hat er 3200 Punkte oder wie viel, keine Ahnung. Ja, doch. Ich kann ja schon fast rechnen. Dann aktivieren wir die. Legen die.
legen die ab, ja. Ich habe gerade überlegt, eigentlich wollte ich ursprünglich andersrum machen. Aber jetzt habe ich die beiden am Feld, die haben zusammen viel mehr Schaden als einfach nur eine Magiermädchen-Tusse. Und vielleicht ziehe ich ja Wiedergeburt, dann kann ich das dunkle Magiermädchen wiederholen. So. Boah, weh, du spielst nochmal so ein Moja-Feed und mich gearscht. Komische Tuse. Warum sehen alle hier so nett aus und haben dann so komische Dämonen-Satan-Karten? Oh. Und schon wieder ist ein Monster von mir zerstört, aber ich glaube nicht, dass die jetzt noch irgendwas machen kann, außer sich zu verteidigen. Und wir bekommen ein gutes Monster. Okay. Alpha, Beta und Gamma bilden das perfekte Team. Ich finde ein bisschen schade, dass die keinen Effekt haben. Ohne... Oh Gott, was ist das denn für ein Vieh? Nein, jetzt kommt das Vieh. Hä? Wird der Flip-Effekt aktiviert? Okay. Was war denn jetzt? Das, weiß ich nicht, wenn man alle drei Magnet-Kio auf dem Feld hat, dass dann irgendwie zum Beispiel einer einen Effekt hätte, der dann irgendwie macht, weiß ich nicht, dass die irgendwie stärker werden oder irgendwas Besonderes, weil im Endeffekt bringen die Magnetkrieger zusammen nur was, wenn man Valkyrion hat. Und das ist ein bisschen dumm, den Deck zu haben oder zu spielen, glaube ich, weil das ist, ich glaube, zu schwer oder was weiß ich was. Jetzt müsste ich langsam, aber sicher vielleicht wieder mit Marshmallow töten, wäre ganz lustig. Bam. Ist gerade aufgefallen, vom Artwork her könnte, oder vom Stil her, mit der Maske da im Gesicht, könnte das ein Elementarheld sein. Elementarheld Magnetkrieger oder so, oder? Wieso sind die eigentlich vom Typ Erde? Okay, Magneten, aber ich hätte jetzt gedacht, die wären vom Typ Donner oder so eher. So, jetzt wird es spannend. Kann ich das Monster zerstören? Nee, kein Schnitt, geil. Oh, jetzt kommt noch ein Monster. Ist ein Bambi. Oh, ist das das kleine Kind von dem komischen Pferd, was eben angeprettert kam? Komische naturzugewachsene Buschkarten da, ey. Die hätten gut zu hier, der Joko-Frau da gepasst. Oh, Seelentausch, sehr geil. Würde ich sagen, nutzen wir das mal. Seelentausch und bieten. Der Bambi konnte nichts, ne? Deswegen biete ich einfach mal das da an. So, beschwören. Dich. Und dich. Und da haben wir einfach mal ihr Monster zerstört und damit selber eins gerufen. Jetzt kommt reißende Blut. Nee, okay, gut. Aber man kann in dem Zug anscheinend angreifen. Interessant. Eine Verteidigungsmöglichkeit. Okay, wir haben eigentlich auf jeden Fall gewonnen. Wir haben da eine Verteidigungsmöglichkeit, wo die bestimmt 1100 Punkte oder so verliert. Und hier nochmal Marshmallow, wo die auch nochmal 1000 Punkte verliert. Heißt, die hat nur Lebenspunkte und wir gewinnen. Und da ist der komische Bambi, was Gott sei Dank keinen Effekt hatte, aber süß aussieht. Da hat Marienkäfer am Arsch, ich weiß es nicht. So viel zu unserer Zauberer, beziehungsweise Faltenkarte, die magische Zylinder. Ich hab grad so vorgesagt, wie so ein komischer Moderator. Och, ma, hör auf, die ganze Karten zu spielen, du nervst. Spiel doch einfach gar keine Karten. Warum spielst du überhaupt Yu-Gi-Oh? Warum spielst du das, hä? Wäre lustig, wenn jetzt einfach kein NPC mehr da wäre, weil ich die ganze Zeit alle beleidige. Und ich deswegen alleine spielen müsste. Boah, ist der Part lang, nur weil ich den interessanter machen wollte. Haben wir gewonnen? Ja, danke, okay. So. Attacke. Yes, gewonnen. Okay, bevor ich noch weiter laber, sehen wir uns beim nächsten Part, den kurz zu werten. Und ich bin mal gespannt, was das nächste Event ist. Ich denke mal... Kampf gegen... Gegen wen hat Yugi denn noch gekämpft? Joey hat gegen den einen gekämpft, gegen den Typen, aber gegen wen? Gegen den hier America-Typen, aber wie, gegen wen hat Yuki gekämpft? Nicht gegen Kaiba? Nee. Ist ja egal. Könnt ihr gerne schreiben, wenn ihr das wisst. Ich habe es vergessen. Bis dann. Tschüss.